Was ist die Frage? Das ist die Frage. Eigentlich ist die Frage, wie das hier mit dem Flirten läuft auf so einem Festival. Voll geil. Voll geil. Ja, so funktioniert das. Die ist sehr schnell, ne? Das ist ein guter Opener tatsächlich. Ich setze dich nie wieder ab, glaube ich. Und dann wird geschmust. Ne, gemausert, ne? Gemaust. Ist der von Knossi? Nee. Das ist das Maximum, was man an Schnelligkeit erreichen kann. So, wir sind ja am Frequency und wir haben hier die zwei hübschen Männer hier kennengelernt, Freunde. Und dich meine ich nicht, Brudi. Habt ihr da irgendwie so ein Go-To? Ja, ich bin's schon. Nein, Bro. Das Geheimnis ist, dass man einfach gechillt ist und dass man mit Mädchen genauso redet wie mit Jungs. Social Skills sind Social Skills. Komm, weil sie darf nicht von anderen. Hey. Ah, was passiert hier? Cheekwash. Ey, von solchen hübschen Damen würde ich mich auch bemalen lassen, ganz ehrlich. Du hast Deutsch. Weißt du, ich kann ein bisschen Österreichisch. Bro, bei mir ist einfach so, weißt du, du redest ein bisschen mit ihnen. Beim Reden checkst du dann aus, ob sie was von dir wollen. Wenn sie was von dir wollen, dann machst du einfach deinen Move und dann läuft das. Und dann geht's ins Zelt. Wo, ja, Digga, hundertprozentig. Aber Junge, keine Penisse, keine Hakenkreuze. Nein, Digga, nur mal nach. Digga. Ich hab das durch so ein TikTok-Ding gesehen. Das ist geisteskrank, die Idee. Einfach Ding. Verdammt gut. Und es funktioniert verdammt gut, ne? Ja. Geisteskrank. Weißt du, was auch gut funktioniert? Eine schnelle Brille dazu noch. Hättest du die, Junge, du hättest das zweite T-Shirt voll. Willst du auch Glitzer? Ich will auch Glitzer, ja. Was willst du haben? Boah, das geht jetzt sehr schnell hier. Was möchtest du? Ich weiß schon, was ich will. Ja, du weißt, was du willst. Was denn? Sehr offensiv, was? Sehr offensiv, ist okay. Offensiv ist immer gut. Das ist ein Smiley. Das ist ein Smiley. Das ist, was für ein Smiley denn? Zwinker-Smiley oder? Ja. Das ist ein Zwinker-Smiley. Ja. Okay. Auf dem Festival ist die Stimmung sowieso richtig cool. Ja. Aber Anmachsprüche sind teilweise halt echt... Bodenlos. Aber so eine Brille? Die ist nicht bodenlos. Die ist gut, ne? Die ist das ist gut. Ein guter Einstieg. Und vor allem, sie schaut so schnell aus. Die ist sehr schnell, ne? Ja, was denkst du, wie schnell? 300 km/h. Schnelle Brille. Die ist sehr schnell, ne? Ja, das ist ein guter Opener tatsächlich. Ich setze dich nie wieder ab, glaube ich. Okay, wie schnell ist deine Brille? 300 km/h, habe ich eben gerade gehört. Meinst du schneller oder langsamer? Schneller. Schneller? Schon sehr, sehr wenig. Okay, wie viel? Ich würde es auf 400 schätzen. 400? Einmal das Leben genießen. Ein Fax. Das ist ein Fax. Spannend, Schatz. Moin. Was ist das? Brustwar. Ja, und das Glitzer? Das ist eine Frechheit. Ne? Das ist kein Smiley. Ist nicht meine beste Leistung, die Beziehung. Aber ich nehm's mit. Egal. Du bist der größte Macher, den ich hier bisher gesehen habe. Wasch mich nie wieder jetzt. Aber der Grün ist echt hässlich. Die Brille ist echt hässlich. Ja, aber die ist auch für die Schnelligkeit. Also, es gibt einfach Leute, die schätzen die Schnelligkeit einer Brille nicht so. Und die ist halt einfach sehr, sehr schnell. Ja, schwierig. Ich bin am Klo gestanden. Du hast am Klo gestanden? Ja, ich stehe da auf einem Kipper. Wie geht's dir heute? Ja, also vor allem bei diesen Dixi-Klos, die stinken so ekelhaft. Da will man. Es hat gezogen. Okay. Was ist die Frage? Das ist die Frage. Eigentlich ist die Frage, wie das hier mit dem Flirten läuft auf so einem Festival. Voll geil. Ja, so funktioniert das. Ganz als Mädchen natürlich safe. Die Frage, wie schnell ist deine Brille? Genau das ist mein Go-To. Meine schnelle Brille ist, die zieht. Die passt aber zu dir. Die ist classy schnell. Meine ist sehr schnell einfach. Ich habe noch keine Sprüche gehört. Keine Sprüche? Ja, das ist doch sehr schön. Aber du bist eine sehr hübsche Frau. Ja, danke. Bitteschön. Alle so sehr offen einfach. Man spricht miteinander. Wenn es passt, passt. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ist aber voll nett. Das mal bitte. Steht da denn? Child Hunter 16 Plus. Wie viel ist ihr Outfit? Sie ist 22. Hey, let's go. Du musst einfach nur gut ausschauen, aber das machst du ja schon. Ah, danke. Ja, bitteschön. Die beiden selben Augenfarben. Kannst du einmal da reinzoomen in unsere Augen? Ganz kurz schneller Brille-Check. Welche Brille ist schneller? Echt? Damit kann man aber auch Skifahren. Gefühl.
Wirklich? Ja. Ich werde es ausprobieren. Wie läuft denn das hier? Arbeitest du hier jetzt gerade? Ja. So, geil. Du hast bestimmt schon viel mitbekommen. Ja. Und? Was sagst du? Es funktioniert ganz gut, besonders wenn man die Möglichkeit hat, da Zigaretten zu verkaufen. Das ist ein Go-To. Dann geht man immer hin und sagt, willst du ein paar Zigaretten kaufen, mein Schatzi? Also wenn du flirten kannst, dann flirtest du. Wir bekommen ein, boah, bist du schön. Und dann habe ich salutiert bekommen, so Weltklasse. Und ich war so. Er hat was gemacht. Er sieht aus wie ein Macher. Das war sehr gut gestern, wirklich. Ich wurde angemacht beim Dixi-Klo. Von der Frau. Ja. Die war 21 oder sowas, ich weiß nicht. Du hast am Klo gestanden? Ja, ich stehe da auf einem Kippen. Wie geht's dir heute? Ich hab gefragt, ob ich Single bin. Dann haben wir ob du sie nimmst? Na, ob ich Single bin, so. Nicht ob ich, ah. So. Dann ging's einmal ab? Ja, aber sie, ich bin dann weggegangen, sie auch irgendwo, keine Ahnung. Ja, cool, wieso bist du so? Digga, was war das denn für ein Young Huren? Ich hab ein neues Wort gelernt, Butzeln. Ich habe so viele Zigaretten gebutzelt. Gewutzelt? Ja, gebutzelt. Ey, das ist noch besser als die schnelle Brille. Das ist, kommt super gut an Zigaretten. Und du hast hier... Ich habe schon die gewutzelten Zigaretten. Du hast die gewurzelten. Hiermit kannst du richtig Leute klären. Wie läuft denn das so mit dem Flirten hier auf so einem Festival? Die Brille darat gut höfen, die ja. Die ist es. Nur, da muss man nur noch den machen. Kleinen Zwingerer. Wenn es passt, dann passt. Und dann wird geschwust. Nee, gemausert, ne? Skyline-TV. Gemaust. Ist das wer von Knossi? Nee. Da oh, Bruder! Hey, hey! Muss los! Also, sorry, da ist langsam Tempolimit. Das ist das Maximum, was man an Schnelligkeit erreichen kann. Hallo, schöne Frau. Darf ich dich kurz interviewen? Wie läuft das hier auf dem Festival so mit dem Flirten, mit dem Links so? Hast du irgendwas schon mitbekommen, schon ein paar Sprüche? Ich habe hier eine sehr schnelle Brille auch, kann nur sagen, das ist der absolute, ja. Die ist echt sehr schnell. Die ist sehr schnell, aber du hast auch eine sehr coole Brille. Ja, danke. Nicht ganz so schnell, aber cool. I am Speed, Alter, I am Speed. I don't know the definition, but I am the definition of Speed, you know? Hey, ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte gerne auch die Doppelbrille, aber... Danke, du hast ein Auge, ich hab vier. Gestern wollte mich einfach einer so aus dem Nichts heraus küssen. Also ist ja immer so gekommen. Sehr offensiv, ja. Okay, aber hat nicht geklappt. Nee, bei mir nicht. Ja. Der hat mich eingeschult gestern. Eingeschult auf dem BAZ-Ding. Digga, mit ihm Moshpits nach ganz vorne. Ohne Scheiß. Was? Wie random, ich guck grad so, ich so, Digga, es gibt doch nur einen Hannover 96 hier. Es gibt ja keinen. Es gibt doch einen zweiten! Es gibt zwei! Ja! Sü! Sü! Da, 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 da. Der Song ist es, Freunde. Mädels? Darf ich euch ganz kurz interviewen? Boah, beste Brille. Ich hab auch eine Brille. Schnelle Brille. Ich hab auch eine Brille. Oh! Hast du auch eine Brille? Aber du hast ein cooles Outfit. Danke. Sehr gerne. Ich schaue aus wie ein Pyjama, aber ich finde. Ja, aber die sind so bequem und trotzdem auch sexy. Das hat was. Ja. Hat was, ja. Meine Ziele. Wie läuft das hier mit dem Flirten? Wie macht man hier die Weiber klar? Wie läuft die? Unterhosen runter und einfach loslegen. Unterhose runter und loslegen. Digga, wir haben eben noch einen gesehen, der hier nackt durch die Gegend gelaufen ist. Ja, genau. Und der hat es richtig gemacht. Der hat recht. Sagst einfach. Hey, Alter, ich hab mit meinem Big geschissen, kann ich bei dir schlafen? Wir haben bis jetzt noch nicht so viele attraktive Leute. Echt? Hey! Wir haben ein Spiel, jetzt bin ich doch da! Aber viele junge auch, finde ich. Also ja, weil sehr in Deutschland darf man gar nicht mit 16 auf so Fest. Ja. Und hier sind die. Ja, das willkommen in Österreich! Ja, Wine Me, Dine Me, 69 Me. Also, da ist einfach Programm. Da musst du nicht sagen. Der muss einmal so, ey, wenn ich so aussehen würde wie ihr mit dem Ding. Wie läuft denn das hier so mit dem Flirten? Ziemlich aggressiv von den Mädchen her. Ja. Aber ja, hast du auch mitbekommen? Ja. Sehr offensiv, was? Sehr offensiv, ist okay. Gut. Aber ich bin da komplett raus. Also, ja. ihr geht nicht alleine nach Hause. Also, ich schwör's euch. Ich fress einen Besen, wenn doch. Der Wille ist auf jeden Fall vorhanden. Probeabo, genau. Und dann rein in die Olga da. Ich sag immer, Standardspruch hier in Österreich, ich hab ins Bett geschissen, kann ich in deins gehen? Das ist ehrlich ein Standardspruch, das ist das dritte Mal, dass ich den höre.
Am wichtigsten ist immer authentisch und nett sein. Safe. Und dann kann man sich mal einen schachsen lassen. Ja, genau. Ein schäpsen, schäpsen. Schäpsen lassen, schäpsen lassen. Das ist nicht ganz wichtig. Was ist schäpsen? Ein runterrubbeln. Ey, aber das mit dem Klo höre ich auch schon öfter jetzt. Das, diese Dixie-Klo. Man trifft sich da einfach so, das ist das Lustige. Man trifft sich so beim Pinkeln und dann hält die auf einmal. Alle auf, alle auf! Nein, du musst andere Seite. Und da ist die Kamera, du musst hier. Nein, hier. Ach so, ja. Wie dumm. Habt ihr recht. Ich hab's schon öfter gemacht. Willst du noch was sagen? Ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Glocke an, Freunde. Und let's go. Wir machen jetzt den Crazy Frog Axel F. Grüße gehen raus an Jabba Spar Taruif. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche. Und